Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Identity Shopness vom 13.12.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur Foto gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir Star Wars! Absolut geil! Ja, hier rechts sind nochmal noch zwei Items. Zeige ich euch ganz kurz hier. Die habe ich schon dem Herrn sofort geschenkt. Einmal First Order Banner und einmal Resistance Banner. So sehen die aus. Könnt ihr momentan euren Freunden schenken. So, ja, dann sind wir jetzt hier. Gucken wir mal da rein. Da haben wir jetzt hier diesen Verräter. Das Teil ist ober mega 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 krank geil. Für 300 V-Bucks kriegt von mir 10 von 10. Nur kurz abspielen. So, 5 von 5 bei 2 Votes. Mega geil. Weiter geht's hier mit dem Sith Trooper. Hammer. Das Teil sieht mal sowas von geil aus. Wirklich, das haben die so gut gemacht. Richtig, richtig cool. Na ja, gut, die Modelle mussten sie wahrscheinlich einfach nur aus den anderen Star Wars Spielen mit übernehmen. 3D-Modelle dürften ja alle dann gleich überall funktionieren. So, hammergeil, 10 von 10 für den Sith Trooper Gameplay. Wird jetzt momentan geschnitten. Oben rechts dann verlinkt, sobald es fertig ist. Oder am Ende des Videos. Jo, hier haben wir 5 von 5 bei 5 Votes. Gucken wir mal weiter. Was haben wir als nächstes hier? Hier haben wir noch diesen Schlagstock. Der ist auch richtig, richtig cool. Kriegt von mir auch 10 von 10. Der Teil hat hier volles Voting. 5 von 5 bei 2 Votes. So, dann sind wir hier bei Hammer, dem TIE-Jäger der ersten Ordnung. Das, der Herr sofort und ich, wir haben es noch am Anfang gesagt, wenn wir das entscheiden dürften, was da reinkommt, ey, wir würden natürlich auch so einen TIE-Bomber da reinnehmen oder eben so einen X-Wing oder sowas. Alter, das gehört einfach dazu. Der X-Wing fehlt mir jetzt noch hier. Für 1200 V-Bucks. Mega, mega cool. 10 von 10. Auch im Gameplay übrigens. Ja. Geil. So, da haben wir folgendes Voting hier. 5 von 5 bei einem Vote. So, weiter geht's jetzt hier mit dem nächsten Item. Das ist, ja, Widerstand, Daumen hoch. Oh, ist okay. Kriegt von mir 7 von 10. Hat hier volles Voting, nur 1 von 5 bei einem Vote. So, dann sind wir beim nächsten Item. Das ist der Finn. Den konnte ich leider nicht finden auf der Map. Also bis jetzt noch nicht. Vielleicht kriege ich den noch irgendwie rein. Und ja, ist ganz cool. Kriegt von mir 7 von 10. Haben wir hier 2,33 von 5 bei 3 Votes. Weiter geht's mit dem nächsten Item. Da sind wir hier auch schon soweit durch. Mit dem Item hier, das ist dieser Kampfstab. Den finde ich jetzt persönlich nicht ganz so gut wie das andere Teil. Geht von mir 7 von 10. Hat hier 4 von 5 bei einem Vote. Und dann sind wir bei der Rey. Eine Schrottsammlerin, die nun den Weg der Jedi geht. Das Teil ist auch richtig, richtig cool. Gefällt mir sehr gut. Haben sie auch sehr, sehr gut umgesetzt hier. Geil. Kriegt von mir 9 von 10. Für 1500 V-Bucks die Rey. Hier haben wir 3 von 5 bei 2 Votes. Ja, dann kommen wir noch zum Final, zum Komplett-Set in dem Shop hier. Das ist da unten. Wo ist es denn? Da. Hier genau da. Hier fehlt tatsächlich der TIE-Bomber. 3500 V-Bucks anstelle von 4500 V-Bucks enthält hier den Finn. Da hinten das Backpack Ray, noch das Backpack dazu, den Sith Trooper und das andere Backpack. Ja. Letzten Endes den Emote und den TIE Bomber müsstet ihr euch noch extra mit hinzukaufen. Finde ich jetzt gerade ein bisschen schade, weil ich muss sagen, den TIE Bomber und der Verräter, die gehören für mich irgendwo mit hinzu. Die sind mega, mega, mega geil. Ja, jetzt gilt es natürlich noch den Shop zu bewerten und da ist meine Entscheidung ziemlich klar, so nicht ausgefallen, wie das, was da jetzt gerade gezeigt wurde. Ich muss das mal wieder runter, so und jetzt sollten wir das Richtige sehen.
Oder? Moment. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. So. Sieht man es jetzt? Ja. Wir haben 6069 Love It, 1142 It's Meh und 3527 Hate It. Was mich jetzt wundert ist, ich würde gerne das Love It geben. Oh, funktioniert wunderbar. 6074 Love It jetzt. Also mega geiler Shop. Ich freue mich riesig. Ja, wenn es euch auch gefallen hat, dann schreibt doch mal was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Ja, benutzt unseren Creator-Code sofort ugleich TTV und schalte das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, haut rein, bis dann und tschüss.